Vermutlich dieselben Täter, die im Verdacht stehen, auch die Überfälle am frühen Montagmorgen auf eine Tankstelle am Kreisel und am frühen Dienstagmorgen auf die Tankstelle an der Isenburgstraße verübt zu haben, überfielen am Freitagmorgen erneut die Tankstelle an der Isenburgstraße. Diesmal entkamen sie nach Angaben eines Zeugen mit einem dunklen Auto, das in der Nähe abgestellt war. Typ, Farbe und Kennzeichen konnte der Hinweisgeber nicht erkennen.